Willkommen, willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Runde Ori and the Blind Forest. Wie immer springen wir auch direkt gleich rein. Beim letzten Mal hatten wir ja das Problem, dass wir da diese komische Feuerbarriere hatten, über die ich da nicht drüber gekommen bin. Und ich befürchte, dass ich... Das hier habe ich gemeint, genau, die Feuerbarriere. Ist okay. Ist ja recht. Wartet mal, kann man hier irgendwie das? Nee. Wow. Und dann wieder hier. Ja. Ist in Ordnung. Ist schon schön so. Hier geht's auch nicht unbedingt weiter. Wir spielen wie immer Safety First. Ich habe ein bisschen Furcht und Sorge hier gerade, weil man hier irgendwie gerade momentan nirgends so richtig sicher ist und ich eigentlich kurz einen Platz wollte, um mir hier mal die Karte anzusehen. Weil natürlich ist das hier der Bereich, der neue Bereich, den wir wahrscheinlich spielen sollen. Ich bin mir aber nicht sicher, weil irgendwie sollen wir hier hin. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir da hinkommen sollen. Auf der anderen Seite haben wir ja die neue Fähigkeit freigeschaltet, mit der wir jetzt diese Fähigkeitenpunkte hier, die da, und die da sehen können. Deswegen bin ich gerade am überlegen, ob wir nicht noch mal kurz eine vielleicht dritte Runde machen, um die noch voll uns einzusammeln. Also hier hatten wir gesagt, kommen wir nicht hin. Da ist nichts. Hier unten hatten wir gesagt, hier unten hatten wir gesagt, kommen wir auch nicht hin, weil wir nicht die Vierertür öffnen können. So, dann, dann hätten wir den geklärt. An den hier sind wir ja auch nicht dran gekommen, weil der zu hoch liegt und wir uns da nirgends festkrallen können. Jetzt wäre die Frage, wie sieht es aus mit diesem hier und wie sieht es aus mit diesem hier? Kommen wir an diese vielleicht irgendwie ran? Und das wäre jetzt die Frage, diesen hier schaffen wir nicht, diesen hier schaffen wir nicht, diesen hier schaffen wir nicht. Also möglicherweise diese beiden, möglicherweise diesen einen. Und ansonsten die hier oben ja sowieso nicht. Bleibt doch da drin, bitte. Die hier unten auch alle nicht. So, das heißt, es wären diese drei, möglicherweise vier. Nee, an denen. Was war denn mit dem? Kommen wir an den nicht ran? Weil diese Barriere müssten wir eigentlich ja öffnen können. Oder war da auch irgendwas? Ich weiß es gerade nicht mehr. Diesen hier, an den kommen wir nicht dran. Der liegt auch zu hoch. Und was ist mit diesem hier? Ich weiß es nicht. Deswegen würde ich tatsächlich vorschlagen, wir begeben uns mal auf den Rückzug und versuchen das nochmal. So, und das würde heißen, wir müssen hier dich mal ein bisschen... Können wir dich triggern? Ja, können wir. Sehr gut. Weil dann würde ich vorschlagen, wir krabbeln mal... Oh! Run! Oh. Wow, was? Okay.
Okay, zurück will er also auch nicht, dass wir gehen, oder wie ist das hier? Eieieiei. Ah, das ist Bull. Okay. Ja. Okay. Ja. Gut, dann kurz mal schnell. Okay. Wir sind noch auf dem richtigen Pfad. Bei dir haben wir gesagt, ich können wir einfach hier so ein bisschen aus der Entfernung. An. Ah. Sehr schön. So, das gefällt mir. Das heißt, wir gehen dann noch mal hier kurz. Boah. Lasst mich doch einfach mal eine Runde in Frieden. Wie wäre das? Aha. Das ist. Ja. Ja, wie wär's, wenn du. Danke. Manchmal krallt er sich so hart an irgendwelchen. Ah, das ist der hier oben. Den hatten wir gesehen und da hatten wir auch nicht so richtig gewusst, wie wir das am geschicktesten anstellen sollen. Weil ich nicht weiß, wie man da am geschicktesten dann entlang springt. Ist hier irgendwie. Oh ja, hier ist so ein. Haha! Sehr schön. Fähigkeitenzelle gefunden. Das ist supi. Dann haben wir die. Das bedeutet, wir stürzen uns hier mal brachial in die Tiefe. Und versuchen mal. Die andere ist nämlich hier gleich. Ja, komm. So, die andere ist nämlich hier gleich um die Ecke. Da gucken wir einfach mal, ob wir nicht hier. Ach, das war wieder so ein bisschen, weil das so ein bisschen komisch war. Weil. Da. Und ich sollte mal bei Gelegenheit speichern, damit ich diese Fähigkeitenzelle von. Ja, ich weiß nicht, wie ich das am geschicktesten mache, das hier. Weil das ist so ein bisschen mein Thema. Wie kriegt man diese Sprünge hin, bei denen man raus und gleichzeitig aber eigentlich wieder rein muss? Oh, wieso bist denn du wieder da? Ja, okay, dann spielen wir halt noch mal kurz mit euch. So, einmal noch mal kurz mit euch gespielt. Wobei ich könnte vielleicht, Moment mal, kann man diese Dinger auch be. Wartet mal. Aber das ist zu weit weg. Die Frage wäre jetzt, kann man hier diese Räder auch benutzen, um. Nein, kann man nicht. Oder ich kann es nicht. Sieht nicht so aus, dass man es kann. Ja. Und jetzt hänge ich nämlich hier fest und kann da nicht ums Eck. Das ist so ein bisschen.
kriegen wir. Oh! Hatte ich nicht eigentlich doch, ich hatte gespeichert. Und mit dem geht es nicht. Nein, diese hier lassen sich nicht. Müssen mal gucken, ob ich die Qualle hierher trollen kann, vielleicht ein bisschen. Komm. Komm, komm, komm. Ich kann man dich so ein bisschen hierher trollen. Ja! Yeah. So, und jetzt müssten wir theoretisch hier noch. Aha! Interessant. Das heißt, das führt leider zu gar nichts. Wo soll das dann sein? Und wie soll man da hinkommen? Weil hier kommt man ja auch nirgends hoch. Und hier kommt man nach wie vor immer noch nicht rein oder nicht mehr rein. Also wie ich da. Vor allem, da sieht man auch gar nichts. Wie ich da hochkommen soll, ist mir momentan noch ein Rätsel. Aber das macht nichts. Dann gucken wir einfach, ob wir den anderen da hinten bekommen. So. Naja. Der ist, wenn wir uns hier nach unten begeben, ich guck mal lieber erst, ja, müsste gehen. Müsste gehen, müsste, ach, das sind wieder die, die Tentakelviecher, an denen müssen wir vorbei. Ja gut, dann gucken wir das ganz schnell erledigt kriegen. So. Und dann gehen wir hier runter. Gehen hier ebenfalls runter. Hoffen, dass wir jetzt richtig sind. Sind wir. Und dann müssen wir da hoch. Au! Aha. Ah! Ja! Sehr gut. Dann gucken wir gleich mal. 1, 2, 3, 4, 5.
Da haben wir 6, aber das heißt, dieser hier braucht, wobei hier kriegen wir den Triple-Sprung. Und der Triple-Sprung könnte uns vielleicht helfen. Der könnte uns vielleicht helfen. Was kriegen wir hier? Erhöht die Ausbeute bei Geisterlicht. Da habe ich schon 6 und da haben wir 5. 2, 4, 5. Das heißt also entweder die Zunderflamme oder hier. Wir nehmen das hier, weil dann sind wir hier näher an dem Dreifachsprung dran. Das gefällt mir schon ziemlich gut. So, dann speichern wir das Ganze nochmal. Gucken uns nochmal kurz die Karte an. Der geht nicht, da gibt's nichts mehr. Der geht nicht. Den da oben hatten wir versucht. Hier oben geht nichts. Hier unten gibt es nichts. So. Das würde bedeuten, wir versuchen uns mal an diesem hier. Ich weiß auch gar nicht. Aber ich glaube auch irgendwas war auch da, was uns gehindert hat. Befürchte ich. Aber das würde heißen, wir müssen nach Le. Ah, Moment mal. Ah, nee. Nee, Moment. Wir müssen jetzt einfach ein bisschen runter und dann nach links. Und dann müssen wir hier hoch. Okay. Und dann müssen wir hier wieder hoch. Okay. Nein! Wow. So, und dann müssen wir jetzt ganz nach drüben. So, passt auf, noch weiter rüber. Hahaha. Geht doch weg. Oh. So war das doch alles nicht gemeint. Da ist noch ein. Okay. Du willst dich ernsthaft mit mir anlegen, du Spinne, ja? Okay. In Ordnung. So, aber wir müssen hier in die andere Richtung. Wir müssen hier rüber. Ach, und da war diese. Und die ist nicht eingezeichnet. Das war das Problem. Das heißt, wir müssen da irgendwo noch so ein. Mechanismus finden, auf den man drauf donnern muss. Thank you.
Halt. Ja. Aha. Okay. Da geht's nicht auch noch irgendwie nach oben. Sieht's zumindest so aus. Gibt's hier irgendwas unter Wasser noch? Irgendwelche. Naja, aber hier ist auch noch so eine Blockade. Da ist die Frage, wo sind diese Öffnungsmechanismen? Ja, und hier oben waren wir aber auch schon. Und da ist er hier auch zu. Gut, das heißt, da kommen wir auch nicht dran. An welchen wollte ich ran? An den wollte ich ran hier. Und da ist irgendwie So, das heißt, wenn wir hier runter gehen, aha. Eine Energiezelle gefunden. Cool. Jetzt können wir 4er Türen öffnen. Yay, sehr cool. Okay. Ich werde erstmal speichern. Ja, dann. Dann hat sich diese Folge ja zumindest aus meiner Sicht schon mal wieder gelohnt. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt das war, was ich jetzt gerade eigentlich ursprünglich vorgehabt habe.
Das wollte ich eigentlich auch nicht. Das wollte ich auch nicht. Komme ich da nicht? Und hier haben wir nämlich wieder das gleiche Problem. Wie komme ich hier? Wie muss ich da springen, damit er... Hier... Weil das sieht nämlich nicht so aus, als gäbe es hier einen anderen Weg. Gut. Aber da hinten oben hat es eine Vierertür. Wo war die? Die war jetzt hier gleich über uns. Dann probieren wir das doch gleich mal aus. Ah, sehr gut. Und was kriegen wir? Eine Fähigkeitenzelle. Sehr nett. So, das heißt... Ja, und die andere ist da oben und die da weiß ich nicht, wie ich da springen kann, muss, soll, um da hinzukommen. Und da stürzen wir uns wahrscheinlich auch in den sicheren Tod. Weil die ist nicht da. Aber dahin zu kommen ist ein anderes Thema, ne? Aber dann habe ich jetzt noch ein paar andere Ideen. Und zwar war ja... Die Frage ist aber immer noch, wo sind diese Hebel? Für... Wo war dieser Bereich? Der war es nicht. Wo sind diese Hebel für... Wo war denn das jetzt? Ah ja, hier, für diesen Bereich. Ja.
Pass auf, wenn wir. Oh. Na, hier geht's auch nicht rein, obwohl die Karte da einen geheimen Raumgang-Ding eingezeichnet hat. Ne. Gut. Da unten ging es auch nicht weiter. Wartet mal, da unten hat es die Vierertür. Das heißt, wir gehen hier halt. Wir gehen da zurück, tauchen da ins Wasser und gucken. Wir gehen hier zurück, tauchen hier ins Wasser. Ach, und kommen hier immer noch nicht weiter. Ah, Mann. Ich und mein, ja gut, wir sind ja auch falsch, wir müssen ja, wie kamen wir denn, ach, komplett von außen rum, okay. Ah. Bisweilen bin ich ein wenig orientierungslos, ich hoffe, das tut euch nicht wirklich weh. Und ja, leider verschlimmern Karten manchmal diese Orientierungslosigkeit ein wenig. Und ich kann bisweilen auch manchmal ein wenig vergesslich sein. Ja. Okay. Au, nicht. So. Oh, oh, das war das Ding. Scheibendreck. Ah. Dang. Und hier kann ich auch nicht runter oder rein. Das hatten wir ja probiert. Nein, muss ich jetzt... Shit, wo war denn das Ding jetzt schon wieder? Das haben wir da nicht gespeichert, oder wie? Wir haben da nicht gespeichert. Oh Gott. Wo finde ich denn... Oh. Wo habe ich jetzt dieses Ding wieder geholt? Wo habe ich das gefunden? Käse. Nein. Ah doch. Oh, cool. Ich dachte schon. So. Jetzt aber hier nochmal. Ach, deswegen habe ich auch nicht gespeichert, weil ich kein
keine Slots mehr hatte. Deswegen hatten wir da nicht gespeichert. Das war das Problem. Also gut, wir müssen auf jeden Fall sobald wir das nächste Mal einen halbwegs ruhigen Spot haben, werden wir mal speichern. So, ich glaube, hier ist ein halbwegs guter Punkt. So. Und in der Annahme, dass die Folge schon eine Weile geht, ich weiß, wir sind jetzt heute quer durch nix gerannt und haben auch eigentlich nichts gemacht, aber trotzdem würde ich die Folge an dieser Stelle beenden, würde mich von euch verabschieden, bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich für eure Zeit, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sage auf Wiedersehen!